I like this one. Avengers Endgame ist der aktuelle und vielleicht sogar wichtigste Eintrag im MCU. Endgame ist der voraussichtlich letzte Teil der Avengers-Reihe und die direkte Fortsetzung von Avengers Infinity War. Doch wie einige von euch vielleicht wissen, bin ich kein besonders großer Fan des dritten Teils. Und doch hatte ich mit dem vierten und letzten Teil der Reihe viel Spaß. Doch warum? Warum ist das so unterschiedlich? Warum mochte ich Endgame und konnte Infinity War gar nichts abgewinnen? In diesem Video will ich genauer darüber sprechen. Aber Achtung, es wird hier zu Spoilern kommen. Seid also gewarnt. Wir veröffentlichen jede Woche interessante neue Videos, also vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines unserer Videos mehr verpasst. Viel Spaß! I'm the one who stopped that. Unsere sechs Helden. 2012 erwartete uns der erste Avengers-Film in den Kinos. Zum ersten Mal sahen wir die Helden Iron Man, Captain America, Thor, den Hulk und die Spione Black Widow und Hawkeye gemeinsam auf der großen Leinwand. Gemeinsam müssen sie sich Thors Adoptivbruder Loki stellen, der mit Hilfe einer Chitauri-Armee die Erde an sich reißen will. And Hulk. Smash. Die meisten Teammitglieder wurden bereits in ihren eigenen Solofilmen vorgestellt und sind dem Zuschauer somit bereits bekannt. Und bereits der erste Iron Man-Film deutete die Zusammenkunft der Helden an, als Nick Fury Tony Stark über die Rächer-Initiative aufklärte. Und dann war es endlich soweit. Loki taucht nach einem Experiment mit dem Tesseract auf der Erde auf und zerstört die SHIELD-Basis. SHIELD, speziell Coulson und Romanoff, sollen nun die verschiedenen Teammitglieder der Avengers versammeln. Als diese zum ersten Mal auf Loki treffen, stößt dann auch Thor auf die Heldentruppe. Das sind unsere sechs originalen Helden. Das sind die sechs Helden, mit denen all das begonnen hat, was wir heute als MCU kennen. Im zweiten Teil stießen dann weitere Helden wie Scarlet Witch und Vision dazu, doch den Status der originalen sechs Helden haben sie nie erreicht. Umso schöner war es dann zu sehen, dass nach Infinity War wieder unsere originalen sechs Helden im Vordergrund standen. Der Infinity War legte viel Wert auf andere Avengers, wie Doctor Strange. Endgame hingegen konzentrierte sich auf die ersten Mitglieder. Denn die meisten Mitglieder der Avengers sind zerstäubt oder nicht mehr am Leben. Endgame ist eben nicht nur der letzte Teil der Infinity-Saga, sondern auch die Verabschiedung der Hälfte der originalen Helden, denn sowohl Black Widow als auch Tony Stark selbst verlieren im Kampf gegen den Mad Titan ihr Leben. Doch alles, was wir mit den Helden erleben konnten, ist herzzerreißend. I finally rest. Die kleinen Momente. Bevor die Avengers gegen Thanos in den Krieg ziehen, der Krieg, der alles rückgängig machen soll, sehen wir unsere Helden von ihrer verletzlichsten Seite. Sie haben Familie verloren, Freunde und Partner. Aber nicht an das Alter, nicht an Krankheiten, sondern an etwas Unbegreifliches. Oder jemanden. Thanos, der mit seiner gigantischen Armee selbst das hochtechnisierte Wakanda in die Knie zwingen konnte. Thanos, der im Besitz von 5 Infinity-Steinen war. Doch selbst die geballte Macht der Avengers, der Guardians of the Galaxy und anderer Helden wie Black Panther oder Doctor Strange vermochte es nicht, den Mad Titan aufzuhalten. Und dann gelang es Thanos, mit den Fingern zu schnippen. Das bedeutete das Ende der Hälfte des Lebens in der Galaxis. Die Avengers haben verloren und wurden gebrochen. Und das zeigt Avengers Endgame auch schonungslos. Tony und Nebula sitzen im All fest und können in letzter Sekunde von Captain Marvel gerettet werden. Steve ist der Leiter einer Gruppentherapie für Menschen, die wie er Freunde oder Familie verloren haben. Natasha zweifelt an allem, was die Avengers erreicht haben und an sich selbst als Agentin und Anführerin. Doch Thor hat es am schlimmsten getroffen. Er hat sich aufgegeben. Er flüchtet sich in Alkohol als Strafe dafür, dass er einst nicht Thanos Kopf erwischt hat und der Titan daraufhin die Hälfte allen Lebens auslöschen konnte. Und weil er keine Rache nehmen konnte an dem Mann, der seinen Bruder und die Hälfte seines Volkes getötet hat. Die Helden trauern und das wird auch gezeigt. Wir sehen, wie die Helden sich zurückziehen, wie sie sich abkapseln und den Schmerz verdauen müssen. Wir bekommen die Zeit, das zu sehen. Was aber auch bedeutet, dass wir als Zuschauer uns umso mehr freuen, wenn die Avengers dann gewinnen. Denn wir haben sie leiden gesehen. Die Helden sind nun nicht mehr übermenschlich große, unantastbare Wesen. Sie scheitern und wir bekommen die Auswirkungen ihres Scheiterns gezeigt. Die Helden werden wieder zu Menschen. Das haben wir so schon lange nicht mehr gesehen. Did you get that? Tony Stark. Ich hatte die Helden und die vielen kleinen Momente bereits angesprochen. Doch kaum ein Held hat so viel Zeit bekommen wie Iron Man, wie Tony Stark. Und das ist auch gut so. Nicht nur, weil der Held bekanntermaßen das Ende nicht überleben wird, sondern weil wir Iron Man über die Zeit verloren haben. Im ersten Film wird uns Tony Stark als Lebemann präsentiert. Ein Waffenbauer, Genie, Milliardär. Durch eine Entführung durch Terroristen beschließt Tony, keine Waffen mehr bauen zu wollen. And that is why, effective immediately, I am shutting down the weapons manufacturer division at Stark International. Und baut sich selbst die Iron Man Rüstung. Er war schon immer eine zwiegespaltene Figur. In den Comics kommt noch der Missbrauch von Alkohol hinzu, der eigentlich im dritten Teil thematisiert werden sollte. Doch stattdessen bekam Tony eine Palladiumvergiftung und posttraumatische Belastungsstörungen. Im dritten Teil haben wir Tony dann als gebrochenen Erfinder gesehen, der in seiner Überheblichkeit den Falschen provoziert hatte. Is that what you want?
Er schreckt nicht vor Waffengewalt zurück. Er tut, was nötig ist. Iron Man war von allen Avengers schon immer der, der eigentlich am wenigsten zu lachen hatte. Er war der, der sich immer schuldig fühlte. Er hatte mit diversen Tragödien zu kämpfen und konnte sie alle überwinden. Leider gingen diese Tragödien in den Avengers-Filmen immer wieder unter. Tony wurde eher zu einem Witzemacher. Doch Endgame hat uns auch endlich den alten Tony wiedergegeben. Der Tony, der nicht bereit ist, seine Familie zu opfern, um die Menschen zurückzubringen. Der Tony, der einst sagte, er habe mehr zu bieten, als nur Sachen zu bauen, die doch wieder alles in die Luft sprengen würden. Tony ist nun am Ende seiner Reise angekommen und ist endlich wieder der Tony, den zumindest ich nach Iron Man 3 sehr vermisst habe. Den Bastler, das Genie, der, der sich aufopfert, um anderen Menschen zu helfen. Der, der sich einst die Rüstung anzog, um die Waffen zu zerstören, die Obadiah Stane verkauft hat. Und dieser Tony ist zurück. Nachdem er sich die Schuld am Tod von Peter Parker gibt, verschließt er sich vor seinen Avengers-Kollegen, wie er es einst auch im ersten Iron Man getan hat, nachdem er sich befreit und wieder nach Amerika kommt. Und genau dieser erste Iron Man-Film findet auch im Endgame wieder Erwähnung. Tony wird beerdigt und sein alter ARK-Reaktor liegt auf seinem Grab. Eben jener Reaktor, der ihm im ersten Film das Leben gerettet hat. Zweimal. Dieser Reaktor hat Stane besiegt und jetzt ist er für immer ein Teil von Tony. Selbst wenn dieser sich schon Jahre zuvor von dem Reaktor in seiner Brust getrennt hat. Doch wie er es bereits am Ende seines letzten Solo-Abenteuers gesagt hat, eines kann man Tony Stark nie nehmen. Er ist Iron Man. I am Iron Man. 11 Jahre MCU. Ich habe die Verweise auf Iron Man bereits angesprochen. Doch Iron Man ist nicht die einzige Figur, die auf ihre Vergangenheit im MCU zurückblicken darf. Denn neben einigen leicht übersehbaren Cameos, wie die von Howard the Duck im Kampf gegen Thanos, gab es weitaus wichtigere. Denn während der Mission, die Steine aus der Vergangenheit zu holen, reisen Thor und Rocket in den zweiten Thor-Film und müssen Jane Foster den Äther, also den Reality Stone, extrahieren. Dafür ist tatsächlich die Schauspielerin Natalie Portman wieder zu sehen. Die hatte dem MCU eigentlich den Rücken zugewandt und wollte schon während Thor 2 nicht mehr auftreten. Und doch ist sie für den letzten Teil der Reise wieder zurückgekommen, auch wenn es nur ein kurzer Auftritt gewesen ist. Selbst Malekith, den Dunkelelfen, können wir auf einem kleinen Bild sehen. Den tanzenden Star-Lord aus Guardians of the Galaxy beobachten Nebula und Rhodey aus sicherer Entfernung. Doch der schönste Moment und die schönste Erinnerung auf das MCU war die Mission von Tony Stark, Steve Rogers, Bruce Banner und Scott Lang. Die vier reisen nämlich zurück in das Jahr 2012, wo sie 3 der 6 Infinity-Steine besorgen sollen. Auch die Anführerin der Zauberer aus Doctor Strange ist wieder zu sehen. Doch wir sprechen jetzt lieber über den ersten Avengers-Film. Denn in dem Chaos, ausgelöst von Lokis Angriff, begeben sich die Avengers auf die Jagd nach den Steinen und treffen dabei immer wieder auf ihre alten Ichs aus dem Jahr 2012. Der erste ist der Hulk, der sich dabei beobachtet, wie er Autos und ganze Straßenzüge in Schutt und Asche legt. Captain America muss dann gegen sein altes Ich kämpfen, das glaubt, der Endgame-Cap wäre Loki. Scott Lang beschädigt den Stark-Reaktor des 2012-Tonys, um an den Tesseract zu gelangen. Dieser Film, der erste Avengers-Film, war zum damaligen Zeitpunkt das Ergebnis vieler unwahrscheinlicher Ereignisse. So war allein der erste Iron Man-Film ein gigantisches Risiko für die damals noch jungen Marvel Studios. Doch eine winzige Post-Credit-Scene hat damals alles angestoßen, was wir heute als MCU kennen. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Egal ob man das MCU nun mag oder nicht, egal ob man die Helden mag oder nicht, Marvel hat das Kino und die Superheldenfilme von heute geprägt. Und Teil dessen war sowohl der erste Iron Man Film, als auch der erste Avengers Film. Heute blicken wir auf 22 Filme und 11 Jahre zurück. Ein einzelner Film blickt auf 22 Filme und 11 Jahre zurück. Man gedenkt den Anfängen, man huldigt den Gründern des MCUs. Und das allein ist schon Grund, Avengers Endgame zu mögen. I'm the best. Das waren meine Gründe, warum ich Avengers Endgame so sehr mochte. Habt ihr ähnliche Gründe und hat euch denn Endgame auch gefallen? Verratet es uns unten in den Kommentaren. Vergesst jetzt nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines unserer Videos mehr verpasst. Und wenn ihr jetzt noch mehr Avengers-Videos sehen wollt, dann schaut euch diese beiden hier oben an.